Es ist Zeit für den Großen Preis von Mexiko. Das Rennen, bei dem Honda 1965 seinen allerersten Sieg holte. Der Amerikaner Richie Ginter gewann damals von Startposition 3 aus. Aber wie werden sich die Honda-Maschinen dieses Jahr schlagen? Red Bull hat hier in den letzten Saisons starke Ergebnisse abgeliefert. Also können sie ihre Serie unter Umständen fortsetzen? Mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft des Autodromo Hermanos Rodriguez nicht nur für die Fahrer, sondern in erster Linie für die Motoren eine große Herausforderung dar. 17 Kurven sind in einer Runde zu bewältigen. Die Strecke ist insgesamt 4,1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten über 354 km/h und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Jetzt würde ich gerne mit dir über Valtteri Bottas sprechen. Was für eine grandiose Saison haben wir von Ihnen gesehen. Der Sieg ist hochverdient und da Sie den Titel bereits in der Tasche haben, können Sie völlig unbeschwert in dieses Rennen gehen. Da muss ich dir beipflichten, diese Saison war ziemlich beeindruckend. Aber Champion oder nicht, ich denke nicht, dass sie das Rennen heute ganz gemächlich zu Ende bringen. Ganz im Gegenteil. Da es nicht mehr länger um Punkte geht, muss nichts mehr riskiert werden. Daher glaube ich, dass wir uns sogar auf ein aggressiveres Verhalten einstellen können. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Albon, Lando Norris und Gasly, Vettel, Stroll, Ricciardo und Charles Leclerc, Kvyat, Ocon, Kevin Magnussen und Sainz, Richards, Perez, George Russell und Antonio Giovinazzi, Schumacher, Raikkonen, King und Nicola Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Grand Prix und ich gucke gerade mal, Benzin nehmen wir mal mit, 4,5 plus, bisschen pushen, ja, immer gut. Und ja, wir starten von Platz 15, weil tatsächlich nicht einer eine Strafe bekommen hat. Finde ich ein bisschen schade, weil ein bisschen gehofft hatte ich doch ein bisschen weiter nach vorne zu starten, aber das ist halt einfach so. Und der rote Renner, der da vorne rechts steht, das ist Charles Leclerc, aber das ist für uns irgendwie unwichtig, weil die Rivalität tatsächlich abgelaufen ist. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir haben noch die Rivalität auf. Nein, ist es nicht. Es ist tatsächlich unentschieden ausgegangen. 25 zu 25. Und damit ist es eh egal. Aber okay. Gehen wir auf den Verein, gucken wir, dass wir noch ein paar Punkte mitnehmen und den Abstand zur Zeit sich zu groß werden lassen. Das ist das Wichtigste, Gute ist, ich glaube, der Zeit steht nämlich rechts von uns. Mal gut, gehen wir rein ins Rennen. Wenn er das so zulässt. Och, Lenkrad. Ne, ernsthaft jetzt wieder. So, ihr habt es gemerkt, mein Lenkrad ist immer wieder ausgegangen. Dann gehen wir jetzt gehen wir rein. Ja, ist ja Carlos Sainz vor uns. Wichtig ist, wenn wir keine Punkte schon holen, dann soll er auch keine Punkte holen, damit wir in den letzten Rennen mit 14 Punkten Vorsprung auf ihm lauern. Aber wichtig ist auch mal nur die Tabelle. Mal gucken. Launch map is good, but we need to learn the gears, so go into each one when you can. We're gonna need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. Na genau, Softs. Ah ja, stimmt, wir haben ja. Ach Gott, ich hätte ja wechseln können. Ich war davon ausgegangen, dass wir okay, wir stehen irgendwo bei doch noch mit den Top 10 und müssen wechseln. Okay. Ne, dann ist okay, dann hätte ich auf Medium gehen können. Scheiße, aber ich bin die Strategie so ein bisschen verbaut. Aber okay, ist halt jetzt. Da wäre vielleicht noch ein bisschen was möglich gewesen. So, nächste Rennen nächste Woche ist Brasilien und dann ist Abu Dhabi das große Finale der Saison. Abu Dhabi ist wieder so ein tolles Rennen, wo wieder nichts gelingen wird. Das habe ich jetzt im Ligarennen gemerkt letzte Woche. Da ist mal 0,0 gegangen. Jetzt wie gesagt heute ist momentan kein Stream, das kann ich euch jetzt schon mal voraussagen. Dann ist es ein Speed weitergeht, kann ich euch auch noch nicht sagen. Ich hoffe, dass es sehr bald passiert. Aber es liegt auch so ein bisschen an meinem Arbeitsplan. Da ich jetzt seit ca. anderthalb Wochen wieder arbeite, ist das immer ein bisschen mal schwierig. Ich versuche so bald wie möglich wieder was neu anzusetzen. So.
Die Boxgasse gleich. Beziehungsweise jetzt wird gleich das Auto übernommen. Und dann geht's gleich in die Startaufstellung und dann geht's los vor dem dritten zu Rennen der Saison. Großer Preis von Mexiko. Damit wollen wir natürlich heute nochmal was holen. Im Idealfall nehmen wir hier wieder Punkte mit. In USA ist genau das passiert. Da sind wir von 15 auf 7 vorgefahren und das sollte es heute natürlich auch wieder gelingen, aber das war definitiv nicht einfach. So, wir werden jetzt gleich die Autos reingehen. Geht's jetzt für uns gleich los. Hier großer Preis. 18 Runden gleich in Mexiko. So, der Start ist schon mal gut gelungen. Damit haben wir den ersten, oder kann man den zweiten kassieren? Ich stehe natürlich voll auf der falschen Seite. Und der Haas da vorne, der macht sich einfach unbedingt. So, ja, auf jeden Fall haben wir schon mal... ein bisschen aufpassen. Charles Leclerc, da sind wir jetzt schon mal dran. Da müssen wir ein bisschen in die Strecke, weil auf einmal... Ja, gut, Markus, der ist natürlich noch mitgezogen. Ein Platz haben wir gewonnen, also Sainz haben wir schon mal kassiert. Ich war schon dran an eigentlich an Leclerc. Ich sehe schon, dass der Haas da noch neben mir steht. Jetzt haben wir ihn. Magnussen bleibt da weg. So, 12 Plätze haben wir schon mal gewonnen. Der Platz ist schon mal erstmal, das ist schon mal gelungen. Also vorbei an Sainz und Magnussen. Da am Start. Für mich ist das ganz wichtig. Es geht ein bisschen um die Ehre noch. Also wie gesagt, Leclerc ist mir herzlich egal. Der ist auch gerade auch Plätze verloren sogar. Wir haben es bisher auf zwei Autos geschafft. Der nächste, der jetzt kassiert wird, ist der Alpha Tauri hier von Dani Kwiat. Den wir jetzt auch schon haben. Das heißt, wir haben drei Autos kassiert mittlerweile. Und hängen jetzt recht hinter Charles Leclerc. Kwiat versucht ein bisschen ranzukommen. Die Gerade ist ewig lang, das heißt, ein bisschen Windschatten kann er klar kriegen. So, mal gucken, wie weit es nach sonst da vorne geht. Also, ja, im Start waren wir schon relativ zügig dran an der Kehr, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Das ist der erste Sektor, aber das ist auch jetzt kein Kunststück. So, einmal kurz angreifen gegen Charles Leclerc. Da gehe ich, versuche ich natürlich jetzt ein bisschen reinzugehen. Ne? Ich muss die Lücke wieder auflassen. Ja, da muss ich die Tür jetzt wieder... Oh, Dankeschön. Okay, box. Da bin ich aber schön weggeschossen worden gerade. Na gut, ich bin ein bisschen auf die von der Ideallinie runtergekommen. Aber da hat er mich schön mit erwischt. Jetzt haben wir ihn. Gut, diesmal hat es funktioniert. Great maneuver. You made it look easy. So, vier Autos haben wir mittlerweile überholt. Also wir sind jetzt dran an den Punkten. Der nächste ist jetzt Esteban Ocon, der auch in den letzten Punkteplatz betrifft. Und davor müsste es, genau, 12 Vettel sein, ja. Also bisher so läuft es für uns, dass wir relativ gut durchkommen. Also meine alten Rivalen haben wir schon mal kassiert, der Mercedes-Motor scheint auch gut zu arbeiten. DRS haben wir jetzt, aber so noch nicht im Fenster. Ja, wir sind sogar ein bisschen raus aus der DRS-Zone 1.1. Ja, sehr gut. So, die nächsten... Noch 15 Runden haben wir. So, bester Sektor 1, aber es ist gut, wir sind momentan läuft sehr gut, dass wir durchkommen. Kriege ich den Leclerc diesmal? Beziehungsweise kriege ich diesmal Stroll? Ne, ich komme nicht dazwischen, oder? Hm.
Jetzt sind wir mit der Fenster. Leclerc eben nicht. Der ist nämlich schon ein bisschen zurückgefallen. Überraschungsmanöver gegen Esteban Ocon. Und damit hätten wir sogar ein Pünktchen. Jetzt fehlen es eigentlich noch drei Plätze, dann hätten wir zumindest schon mal das. Ah, jetzt Problem ist, haben wir. Aber der ist gut. Okay, Ocon lässt uns jetzt. Den lasse ich jetzt nicht da komplett außen verhungern, wenn er mir jetzt nicht in die Bahn reinzieht. Bleibt er auf seiner Linie, bleibt auf seiner Linie und damit hat er das Ding auch wieder verloren. So, und vorbei gegen. Und. Aber das war eine Korn. Jetzt sind wieder 10 Paare, der nächste ist 12 Viertel. Aber Voraussetzungen, die müssen wir auch erstmal kriegen. Der Leclerc nimmt schon am Ocon da hinten jetzt dran. 14 Runden noch. Hier in den USA. In den USA, klar, in Mexiko. Andere Seite der Grenze. So, den nächsten versuchen wir natürlich zu jagen, das ist der Racing Point hier vorne. Unser Team ist eigentlich so das Nachfolgeteam. Aber wir kommen ran auf jeden Fall. Wir kommen ein bisschen mehr, besser klar jetzt gerade auf dieser Strecke. Scheinbar zu funktionieren die Reifen und der Motor und alles eigentlich. Das Ganze zum Paket. Im Training war es ganz gut, wirklich. Also es war ja im Qualifying lief es eigentlich nicht. Also der gestrige Tag. So. Ah, wir sind dran. Wir waren im DS und da. Ocon, kommen die schon wirklich hinterher? Der muss sogar abreißen lassen. 13 Runden haben wir noch. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen relativ zügig an den beiden DRS-Fenster. Scheiße! Das DRS ist natürlich jetzt out. Das würde jetzt, hätte es jetzt ein bisschen geholfen, um reinzukommen. Weil der nächste, der vorne den ganzen Zug auf, ist der Ricciardo. Okay, the DRS is stuck open. You'll have to come in, so we can try and attempt to fix. Pit in for repairs. Sag bloß, warte mal, hat er mir gerade gesagt, mein Flügel ist offen? Hat er mir gerade gesagt, man... Three laps over target on fuel. Let's start burning it off, please. Hat er mir gerade echt mal gesagt, mein Flügel ist komplett offen, da muss ich mich jetzt gerade ein bisschen zusammenreißen. Ein bisschen aufpassen. Weil eigentlich war es anders geplant, in der jetzt 12, den Ocon jetzt gerade nicht greifen zu lassen. Den lasse ich jetzt da rüber. Den drücke ich jetzt da rüber und der geht nämlich jetzt. Jetzt haben wir wieder die Wette. Ich lasse ihn natürlich jetzt ein bisschen verhungern. Das tut mir natürlich jetzt gerade extrem weh. Dass ich jetzt ein bisschen abreißen lassen muss, aber das ist mein Rennen so ein bisschen versaut. Ja, ich muss aufpassen. Auf jeden Fall. Der Flügel ist, glaube ich, offen, wenn ich es richtig sehe. Also, ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt gerade nicht mit auf Anhieb sagen. Aber zumindest, wenn ich den Funkspruch gerade so gedeutet habe, ist der Flügel offen. Da muss ich eigentlich jetzt, bis jetzt auch immer bald in die Box. Auf der Garten ist es ein Vorteil, wenn ich dauerhaft DS habe, aber ohne die. Ich fahre es auch schön wieder dran an euch. Ich fahre da vorne sehr schön dran an euch. Jetzt ist der Flügel zu. Okay. Jetzt ist er vorbei. Jetzt habe ich keine Chance gehabt. Er hat nämlich das DRS gehabt und ich habe es nicht mehr gehabt. Tut mir leid, Ocon. 3 Sekunden? Für was? Hä? Wofür habe ich denn 3 Sekunden? Also ja, gut, verdammt kurz, okay. Ich bin doppelt zu denken vorbeigefahren.
sorry, Ocon, aber dich. Ich weiß, dass ich ihn jetzt berührt habe, aber das ist das Problem. Ich erinnere mich an Vietnam. Letzte Kurve, mein Freund. Da hast du mich schön weggeknallt. Ja, ich versuche wieder ein bisschen reinzukommen. Sorry, dass ich jetzt die Rückbände gesetzt habe für das Abkürzen da. Aber ich versuche natürlich jetzt ein bisschen wieder ranzukommen an die Jungs da vorne. Das ist ein Mensch toll. Das Auto scheint mir fix zu sein. Acht Sekunden der Rückstand. Ich arbeite mich jetzt gerade so ein bisschen. Versuche ich wieder ein bisschen reinzuhaben. Ich war schön dran an euch. Ja, es reicht nicht, um reinzukommen ins DRS jetzt. Also hier Stadion, da komme ich ein bisschen rein. Da komme ich wieder ein bisschen ran. Ja, es Rekord natürlich, der will natürlich jetzt vorbei wieder. Es geht halt immer noch um den Punkt. 8 Runden noch. Diesmal kann er nicht angreifen. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Das Gute ist, weil hier immer wieder viel gebremst werden muss, kann ich fast dauerhaft auf das ERS vertrauen. So, 10 Runden noch. Dann haben wir es. Wir haben gleich Halbzeit in diesem Grand Prix. Jetzt arbeite ich mich wieder rein. Jetzt ist nämlich der Ocon außerhalb der Zone und wir sind jetzt ran gegen Lenz. Toll. Und hier komme ich immer mal wieder dick, schön dicht dran. Vielleicht kriege ich ihn jetzt mit dem DRS. Aber ja gut, der hat einen Vettel vor sich. Damit nämlich, klar, den würde er auf jeden Fall noch mitnehmen. So, Wechsel der Jungs jetzt. Das heißt, wir werden jetzt durchfahren. Also heißt, wir werden durchfahren. Wir fahren natürlich noch eine Runde länger. So rum ist es richtig. Und dann geht es jetzt gleich in die Box mit den nächsten, mit den frischen Mediums und dann geht's durch. Vorteil, ich habe kein Auto vor mir, weil ich habe jetzt ein bisschen. Ich habe natürlich das der ist jetzt noch von Lenz Zwoll mitgenommen. So, auf jeden Fall. Wir sind momentan sogar Dritter. Wenn das Rennen jetzt beendet wäre, dann wären wir nämlich auf Podiumsgurt. Jetzt im Safety Car oder so, das wäre super. Also, momentan dritter Platz hinter Albon und Bottas, aber die werden auch noch in die Box müssen, die werden jetzt mit uns gleich reingehen. Das wird sich eh gleich wieder egalisieren. Also ich glaube, wenn man alles gut ist, sind wir neunter hier jetzt. Vielleicht sogar achter, je nachdem, wie das jetzt mit dem, wie das funktioniert. Ich hoffe natürlich auf Platz 8 sogar. Das wird sogar noch ein, zwei das passieren. Jetzt hole ich jetzt mal rein. So, rein in die Box. Da sind jetzt Bottas und Albon, das sehe ich durch. Albon fährt gerade raus, das ist ja für uns uninteressant, weil der ist weit weg. Go, go, go. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Oder haben wir gerade echt extrem? Haben wir gerade so viel Plätze verloren? Nein. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch einige nicht in der Box waren. Also, hinter Zwoll sind wir und Vettel auf jeden Fall. Ja, da waren einige noch nicht in der Box davor. Ah, schade. Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich ein bisschen rankomme oder ein bisschen reinkomme. Wo kommen wir auf jeden Fall erstmal weg? Der Leclerc ist nämlich vorbei. Also 8 Runden haben wir noch hier in Mexiko, das heißt, unser Ziel ist es natürlich hier den Sieg, hier mal ordentlich Punkte mitzunehmen und dann sind wir nächste Woche in Brasilien.
Da habe ich letzte Saison jetzt drin gewonnen. Und dann ist Abu Dhabi, da bin ich letztes Jahr Zweiter. Doch Zweiter geworden, genau. Hinter Valtteri Bottas. Also, die nächsten beiden Rennen könnten möglich sein. Podium, Richtung Podium. So, jetzt ist Mick in der Box. Ja, dann notiert sich das jetzt gerade wieder. Ja, war Minimum noch einer davor nicht in der Box. Wir sind nämlich momentan Elfter. Oder hat sich einer tatsächlich irgendwo davor geschoben? Und wir müssen doch nochmal ein Auto holen, um dann die Punkte reinfahren. Ich glaube, dass aber Minimum einer nicht in der Box war davor. So, bester der erste Sektor sogar. Ja, ich glaube da war. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, weil jetzt hier mega kleiner Verkehrsstau auf der Strecke. Der Stoll hat immer noch den Flügel flach. Das ist das Problem. Ja, davor ist ein Williams. Alles klar. Davor ist doch ein Williams, der da mit in der Bredouille steht. Und ich nutze gerade mal diese kleine Konfusität hier gegen Stoll und kassiere mir den mal eben gerade kurz. Dann bin ich jetzt nämlich 9, ne? Ja, und das war, ja. Okay, good work. Great pass. So, jetzt kann ich nämlich das ebenfalls machen. Die Frage, wie stellst du denn Stoll an? Geht der ebenfalls so weit, mega weit rüber? So, jetzt einmal ist Martin gegen Racing Point. Gleicher Motor. Oh. Aber der ist ja ein bisschen. Ja, der Zoll, der will auf jeden Fall. Ja. So, jetzt haben wir es. Und davor ist ein Dings noch. Oh, jetzt geht er gerade nochmal an. So, und dann hole ich mir den Vettel mit einem nächsten Zug. Wenn er mich lässt, dann muss ich ein bisschen weg von der Leerlinie. Jetzt haben wir ihn. So, wer ist denn da jetzt so langsam? Albon, der hält den ganzen Verkehr davon auf. Okay. Also, ich bin jetzt Achter sogar. Sortiert hat sich das Ganze jetzt. Und jetzt fehlt sogar noch ein Auto und dann hätten wir den 7. Platz aus den USA wieder. Und dann wären es wieder 6 Punkte und das ist ganz, ganz wichtig gegen Carlos Sainz. Leichtes Anditschen gegen Pierre Gasly. Das war mal ein ganz kurzes, freundliches Hallo, mein Freund. We're leading our teammate by 15.1 seconds. So, erstmal die Jungs dahinter uns kommen mit sich ran. Während Leclerc vorne noch mit Alexander mit Esteban Ocon ein bisschen dran ist. Ja, es macht viel aus. Es macht auf diesen Geraden so viel aus, wenn du die Flügel flachstellen kannst oder eben nicht, um dann vorbeizukommen. Und ich glaube, das dürfte auch das Problem von Albon eben sein jetzt gerade. Der ist nämlich da vorne ohne. Der steht da komplett ohne auf der Spur und hält den ganzen Verkehr jetzt gerade auf. Normalerweise bin ich das immer, der so ein bisschen in... Der da ein bisschen was macht. Der da ein bisschen Party macht. Moving to mix 2, fuel to mix 2. Ja, das ist zu riskant. Wie da war ich ein bisschen weit weg, da wäre jetzt die Quatsch. Ich weiß, dass ich da den 2 und den Vettel kassiert habe auf der Situation. Auch ich habe Flügelfach, mein Freund. Du hast natürlich jetzt das Problem, Gute, dass du mit dem Windschatten noch ein bisschen den Vorteil hast. Den habe ich nämlich eben nicht, da ist mir der Gasly ein bisschen weit weggezogen. There's 4 laps of fuel remaining. Ja, ich muss an Gasly vorbei, das ist
Der hält ein bisschen auf gerade. Gelb. Vor uns oder hinter uns? Vor uns oder hinter uns? Ja, hinter vor uns. Hey, Alexander Albon, wir rutschen. Safety Car. Caution. The safety car is out. Keep an eye on the Delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Slow down. Maintain positive Delta. Und das kommt uns jetzt die drei Runden vor Ende, kommt uns jetzt richtig zugute, dass der Albon ausgeschieden ist, weil wir sind als Siebter. Und B können natürlich jetzt ordentlich sparen an Benzin. So ist es richtig, ja. Und damit sollte sich das fast sogar so sortieren, wie es jetzt gerade einfach ist. Und dann sind wir mit der 7. von 15 gestartet auf 7. Und das ist genau das gleiche, was wir in den USA gefahren sind. Und dann sind es wieder 6 WM-Punkte. Vielleicht. The safety car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the safety car. Er wartet für den Leader und lässt gerade die komplette Gruppe. Die Abstände sind so mega groß zu Max Verstappen. Ah, I know this. Die Abstände sind einfach viel zu groß. Okay, die sortieren sich jetzt gerade wieder. Weil der Max hat schon über 20 Sekunden davor den Vorsprung gehabt. Und davor ist der Hamilton und Bottas noch. Also. Okay, gut. Das ist jetzt klar. Albon ist wie gesagt raus. Sind das immer momentan. Und ich spare mir schön jetzt mein. Warte mal, ich nehme mal mein Links raus. Mein Überholen raus. Ich darf ja. Ja, ihr dürft ja nicht überholen, meine Freunde. Ne, Charles Leclerc. Der darf jetzt natürlich nicht vorbei. Der. Ne, Vettel ist es. Entschuldigung. Sebastian Vettel ist es. Und solange die jetzt nicht sortiert haben, also. Solange die jetzt sich hier das Feld sortiert haben, wird das nichts passieren. Das ist halt das Ergebnis eingefroren. Und dann sind wir Siebter. Engine is going to be down slightly. It's showing some minor wear. Naja, bin auf jeden Fall zufrieden. 6 Punkte sind immer wichtig. Das war ein cooles Rennen. Es hat mal wieder extrem viel Spaß gemacht. Das zeigt, dass sie auch durchaus auf einigen Strecken mithalten können. Und Mexiko ist halt so eine Strecke, genauso wie Russland, wo es funktioniert. Abu Dhabi hat es überhaupt nicht funktioniert. Die USA ist eigentlich meiner Meinung nach eine Dreckstrecke. Ich mag es überhaupt nicht. Da war auch viel, viel Glück dabei einfach. Weil ohne den Regen wäre man da hoffnungslos verhungert. Ja, ich weiß es. Aber ich kann jetzt sparen. Ich kann ja jetzt schon sparen und dann nochmal versuchen anzugreifen. Im Safety Car, vielleicht kriege ich den einen oder anderen noch da vorne. So ein Auto vielleicht noch. Ein Gasly, dann hätten wir 8 Punkte. Safety car is in this lab. Safety car in this lab. Okay. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Also, es führen die bei Mercedes. Es führen die bei Mercedes vor eben Max Verstappen, die waren nur ewig weit weg, die drei Jungs. Aber vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Also Albon auf jeden Fall der scheinbar das Problem gehabt zu haben, mit der deswegen noch den Verkehr Augen gehalten zu haben hier. Flag. Ah, den Schaden haben wir schon mal. Also ein bisschen weg konnten wir auf jeden Fall kommen von den Jungs da hinten. Ja, ich muss jetzt immer wieder auch ein bisschen da hingucken, aber Benzin haben wir, sollten wir noch haben. Ja, das ist das Problem. Weil sich der Vettel jetzt dazwischen gemogelt hat, habe ich natürlich jetzt ein Problem, dass ich wieder ein bisschen abreißen lassen müssen. Wir haben die letzte Runde gleich noch. Und vielleicht kriege ich ihn im Stadion in Per Gasly noch gesnackt. Das wäre super, weil da geht es ja immer. Da habe ich ja den einen oder anderen schon kassiert. Wir sind gleich in der letzten Runde. Der Abstand ist groß auf jeden Fall da hinten. Da kann es sein, dass da nichts mehr passiert. Ne, nicht hier.
Immer mal ein bisschen, wir sind zwar dran oder drin, aber kommen nicht in die Position. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Na, der this is your final lap. Final lap of the race. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, wir können uns müssen es auf der Strecke richten. Gibt es die Möglichkeit, vielleicht noch ein Auto zu kassieren? Und das sind immerhin dann wiederum zwei WM-Punkte, ne? Mehr. Na, ja, wir kommen immer wieder weg auf der Geraden. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Ja, ich muss ein bisschen drauf achten gerade. So, Angriff gegen Pierre Gasly, den haben wir noch. Sag ja, sind immer noch im sechsten Platz immerhin drin. Weiter geht's nicht nach vorne, das ist klar. So, diesmal lasse ich mich nicht einmal einem noch natzen. Sechster. Neun Autos kassiert. Schön in der letzten Kurve noch, der vorletzten Kurve noch den Gasly noch mitgenommen. Den wollte ich auch immer noch haben. Das Safety Car hat natürlich ein bisschen geholfen, aber wir sind sonst sehr gut durchgekommen. Das war nicht nur der Sieg, sondern auch der Titel. Glückwunsch an das ganze Team. Ja, gut was gemacht, für Jungs. Eine fantastische Saison. Na, vorher ist wahrscheinlich nicht mehr viel passiert. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Die Safety Car Phase hat heute ohne definitiv Zweifel ein bisschen geholfen, den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Yes! Auf jeden Fall schön nochmal den Linksgoal, den Gasly noch geholt. Das war wichtig. Das sind 8 WM-Punkte, die wir mitgenommen haben. 8 Punkte kann sehr viel bedeuten. Punkte können so viel bedeuten. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist das heute Richards. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Ja. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, aber diese Punkte haben nämlich den Vorteil gehabt, dass wir jetzt nicht mehr 12 nur vorsprungen, sondern direkt 20. Und wir haben noch 2 Rennen. Und mit ein bisschen Glück, je nachdem wie weit das ist, wenn wir jetzt 5 oder 6 Punkte mehr holen, ist ja gar Zeit. Also nochmal genauso ein gutes Ergebnis holen. Das heißt, holt nicht viel. Dann zementieren wir auf jeden Fall den 4. Platz. Und ich glaube, das haben wir letzte Saison nämlich auch auf die Reihe gekriegt. Und da wäre ich eigentlich super zufrieden mit. 188 WM-Punkte haben wir jetzt. Das war ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich den Gasly noch in der letzten Kurve kassiert habe. Deswegen. Für die Team-WM sind es noch 3 Punkte auf Renault. Gut, da hat der Ricciardo noch mal ein bisschen was gut gemacht. Da wird es auch noch mal spannend. Richtung Platz 4. Nach ganz oben für McLaren keine Chance. Die kriegen wir nicht mehr. Das sind über 90 Punkte. Das ist nicht machbar. Und aber zumindest in den 4. Platz, den möchte ich gerne noch zumachen. So. Ja, dann haben wir es geschafft. Mexiko haben wir durch. Wir sehen uns. Quatsch, nicht. Also heute Abend auf jeden Fall nicht, das ist klar. Kein Stream, die Saison zu Ende. Bin zufrieden, auf jeden Fall, wie gesagt. Diesen Platz gute nehmen wir. Arbeit auf der Strecke.
Nun zu ein paar Fragen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? Klasse, das war dann alles. Einfach mal das nehmen. Yes! Sechster Platz. Oh gut, wir haben einen Vorteil, dass Alba noch ausgeschieden ist, sonst wäre siebter geworden, aber ja, mein Gott, alles gut. Wir haben es gut geschafft, wir sind von 15 in die Punkte reingefahren, gute Punkte mitgenommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. So. Oh ja. Wo war im Rennen 5 verschiedene Fahrer? Das haben wir noch hingekriegt. Punkte nochmal, Geld nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Und dann haben wir's, liebe Leute. Noch 2 Rennen. Und dann sind wir durch mit der Mathe-Karriere. Wir sehen uns nächste Woche wieder in Brasilien.